Hallo und herzlich willkommen zu den wundervollen Abenteuern von Talira McSnurpendurban. Mein Name ist Taladir. Guten Tag. So, letzte Episode waren ja die Bücher an der Reihe und ich würde sagen, da quatsche ich mal noch ein bisschen drüber, denn ich möchte hier noch ein bisschen aufnehmen. Denn ich weiß halt nicht, wann ich das nächste Mal dazu komme. Also machen wir das einfach mal. So, und ich habe gelesen, dass hier First speak with Carlin and obtain the extended annals of Derryshire. Ist immer wieder gut, wenn man den Questtext nicht liest. Also macht immer ganz viel Spaß und sich dann im Nachhinein fragt, der doof oder was? So, ja, Bücher. Wie gesagt, beim letzten Mal hatte ich sehr viel über meine derzeitigen Lieblingsbücher gequatscht und das sind halt, wie gesagt, Zombie-Bücher und so weiter und so fort. Und ja, es gibt aber halt auch noch so andere Bücher, die ich halt sehr, sehr cool finde, zum Beispiel von Guillermo del Toro und Chuck Hogan. Und zwar, hier steht da rum. Manchmal fühle ich mich so doof. Ja, die haben halt Die Saat, das Blut und die Nacht geschrieben. Und darum, da geht es darum, dass ein uralter Fluch und Gedöns und so weiter nach New York kommt. Und sind, könnte sein, dass das vielleicht Spoiler sind. Das sind halt so eine kleinen Würmchen aus so einem komischen Viech-Typi-Dingsbums, der ein Vampir ist. Und diese Würmchen hauen halt, machen halt die Leute zu windlosen Sklaven dieses Vampir-Typis. Und, Und dann gibt es halt da eine Gruppe, die halt dagegen kämpft und sagt so, nö, da haben wir keinen Bock drauf, wir wollen nicht zu irgendwelchen willenlosen Zombie-Viecher-Dingsbums gemacht werden. Okay, müssen wir mithelfen. Helfen wir mit. Viecher töten ist immer cool. Was ich halt auch irgendwie verstehen kann, weil so willenlos Zombie-Vampir-Dingsbums ist halt doof. Da hast du halt nicht viel Spaß. Da kannst du halt nicht einfach mal sagen, so, ja, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sondern da sagst du, ja, Meister, das machen wir einfach mal. Das sind wirklich sehr, sehr coole Bücher, auch wirklich brutal geschrieben. Was auch noch so ein Ding ist, was mir persönlich so an den Büchern, die ich halt so lese, ja, was da einfach sein muss. Das ist halt wirklich, ja, relativ brutal und authentisch ist. Denn so ein Zombie-Angriff oder so ein Zombie-Vampir-Dingsbums-Angriff ist halt nicht irgendwie nur so, umgefallen, sondern das ist halt brutal. Da wird halt jemand auseinandergeflatscht und ja, das sind halt so eine Sachen, die man eigentlich nicht möchte, aber die gehören halt meiner Meinung nach dazu. Und ich glaube auch, dass dass dieser Aspekt damals mich halt von World War Z, von dem Film, halt abgehalten hat, weil es war halt PG-13 ohne Blut oder fast ohne Blut. Aber das ist so ein Ding, was ich bei einem Zombie-Film absolut nicht verstehen kann. Wie kann man einen Zombie-Film machen ohne Blut? Das gehört für mich einfach dazu. Ich sage nicht, dass da irgendwie jetzt 7 Millionen Liter Blut spratzen müssen oder so. Überhaupt nicht. Aber so ein Zombie-Angriff, der ist nun mal brutal. Und besonders, wenn die halt so stark oder halt so schnell sind. Weiß nicht. Sind wir hier jetzt irgendwann mal durch?
kommen jetzt gerade noch? Das Blood Letter. Okay. Kenn ich gar nicht. Ja, und das ist halt das, was in den Büchern von Chuck Hogan und Guillermo del Toro, was halt da auch drin vorkommt. Also es ist wirklich brutal geschrieben. Und es geht nun mal darum, dass es halt irgendwelche willenlosen Zombie-Vampire sind, die halt, ja, nun mal fressen. Und das machen die halt nicht irgendwie, indem sie ihren komischen Rüssel da einfach mal so an den Hals halten, so schnupp, schnupp, schnupp. Nö, das ist schon brutaler. Ja, wie gesagt, das macht halt für mich sehr, sehr viel in diesen Büchern aus. Sind wir jetzt bitte mal fertig? Christ, Darrowshire Town Square. Gucken wir nochmal, ob wir das nochmal anklicken müssen. Oder ob das da vorne jetzt irgendwie resettet, ich habe keine Ahnung. Da rennt er ja, Captain Redpath. Da. Keine Ahnung. Geben die denn wenigstens EP? Weiß ich gar nicht. Weil Ruf geben sie, aber... Nö. Naja, irgendwann wird das hier sicherlich vorbei sein. Hoffe jedenfalls. Ah. Oh nein, wie fies. Er hat ihn umgeboxt. Ah, Marauding Skeleton. Let's kill them all. Let's make them kill. Speak with irgendwas. Ah, okay. Jetzt haben wir es geschafft. Sehr schön. Waren ja nur 7,5 Minuten. Egal. So. Ja, I beg for your forgiveness. Haben wir gemacht. Sehr schön. Jetzt müssen wir. Zu Pamela. Die hat bestimmt ihre Puppe da noch rumstehen. Hallo, Pamela. Ich weiß, du bist ein Geist und es tut mir leid, dass ich gerade in dir stehe. Was haben wir hier? Plate, Mehl, Mehl. Was gibt am meisten Knete? Das da. Bring irgendwas irgendwo hin. Wie kann denn das hier sein? Hidden Treasure. Okay. Hello. Treasure. Daddy told me to give this key. He said it opened my chest. Back behind the house. Ach da. Ja. Okay. Sehr schön. Dann haben wir das. Und dann... Ach, Intellekt. Ist doch kacke. Ein Gold 41. Jo, das bringt am meisten Knete. Sehr schön. Wir haben endlich die Quest erledigt. Ach Gott, ich fühle mich so toll. Ja, wie gesagt, die Saat, das Blut und die Nacht sind wirklich nette Bücher. Kann man gut lesen. Ist wirklich auch auf Deutsch gut geschrieben. Aber es gab halt auch so einige Griffe ins Klo, was Zombie-Bücher anbelangt. Also ganz, ganz vorne ist da halt das Buch Dead von... oh Gott, wie hieß der? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ziemliche Murks-Bücher, denn das ergibt so gar keinen Sinn. Also die waren so wirr geschrieben und so unzusammenhängend, dass ich mir da oft gedacht habe, wo sind wir da denn jetzt? Sind wir jetzt bei denen? Oder sind wir da jetzt bei der Also, boah. Also, das ist sowas, was ich auch gar nicht leiden kann, wenn du in einem Buch so eine abrupten Sprünge hast von einem
Themenbereich zum nächsten oder von einer Gruppe zur nächsten und ey, da kriege ich die Krise bei. Denn ich weiß nicht, ich will halt, ja, das mag jetzt blöd klingen, aber ich will halt geradlinig bei der Stange gehalten werden und mir da nicht irgendwie über 5, 6, 7, 8 Gruppen die Geschichte von denen halt irgendwie merken müssen und dann irgendwie bei der Hälfte des Kapitels über die eine Gruppe halt dann irgendwie das, ach ja, so war das, ja. Und dann stehst du da und denkst dir so, das, was? Okay. Wie gesagt, das war halt bei dem Buch halt wirklich der Fall. Ja, ganz, ganz großer Griff ins Klo. Was ich aber als ein sehr, sehr schönes Buch, also als Zombie-Buch empfinde, ist halt Infektion von Ben Tripp. Da geht es darum, dass halt auch irgendwie auf einmal fangen die Leute an zu schreien und drehen durch und fallen dann auf einmal um und dann sitzt Zombies. Und dass du halt in dem Buch halt dann ja, so eine relative Entwicklung der, wie gesagt, der Zombies und so weiter miterlebst. Und das finde ich halt wirklich sehr interessant. Dass du halt dann nachvollziehen kannst, okay, die sind jetzt so und so lange hier unterwegs, die Zombies, und die werden halt schlauer. Und das finde ich halt nachvollziehbar, aber wenn es halt wirklich so eine, wenn es wirklich Untote sind, die halt ja, irgendwie kaum tot und schon können sie halt rennen, springen und so weiter und so fort. Das ist halt für mich so ein Ding, wo ich mir denke, so, das ergibt physikalisch und physisch gar keinen Sinn. Weil wenn du tot bist, dann verrottet der Körper. Und wie willst du denn da über Jahre hinweg, wie soll denn das gehen? Also das sind so eine Sachen, die ich halt auch bei Max Brooks halt wirklich so cool finde, dass er halt sich wirklich Gedanken darüber gemacht hat, wie das alles zusammenpasst. Und ja, es ist halt, ja, geil. Ich lese es halt immer noch super, super gerne. Und ich glaube auch, dass man daraus eine fantastische Serie machen könnte aus World War Z, dass man halt wirklich die Geschichten nimmt, die der Reporter da halt erlebt und daraus dann halt, weiß ich nicht, für jede Geschichte halt dann irgendwie eine Episode macht. Und das wäre so geil. Also allein hier Battle of Yonkers. Oh, holla, Herr Waldfee. Das könnte man so super spannend machen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier tue. Ich reite hier gerade irgendwie wie so ein aufgeschrecktes Huhn durch die Gegend. Aber egal. Ich bringe jetzt einfach nur noch kurz die Zeit um. Peng. Ist er tot? Ja. Oh, war der schlecht. Und ja, es ist halt wirklich immer noch mit einer meiner Lieblingsbücher. Da kommt für mich halt nichts drüber, weil es halt wirklich großartig geschrieben ist. Kleine Information dazu noch. Die Prämisse, also der Ausgangspunkt hinter diesen Interview-Dingern, den hat halt Max Brooks sich von einem anderen Autor abgeguckt, der heißt Studs Terkel. Ich weiß leider den Namen des Buches nicht mehr. Aber er ist halt nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Welt gejettet und getingelt und hat halt dasselbe gemacht und hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Augenzeugenberichte und so weiter halt in Buchform halt zusammengetragen. Und darauf basiert es halt, dass er halt, das ist halt wirklich unglaublich fantastisch und das Buch müsste ich mir eigentlich auch irgendwie nochmal zulegen.
Und ja, ich würde sagen, wir sind mit dem Thema Buch und was ich lese. Au, das war der Ventilator, warum auch immer der da noch rumsteht. Egal, einfach um mir weh zu tun. ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wenn ihr irgendein anderes Thema habt, über das ich mal quatschen soll, über das ihr meine Meinung wissen möchtet oder sonst irgendwie was, dann schreibt es mir in die Kommentare und ich werde das ja dann in einer der nächsten Episoden, denke ich mir mal, dann einfach bequatschen oder sonst irgendwie was. Und ja, wie immer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wie immer wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Alles Gute. Mein Name ist Tadeo. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.